Hallo und willkommen zum letzten Teil Senkung des LDL-Cholesterinspiegels. Wir werden besprechen das Evinacumab, die LDL-Apherese und Homocystein, das heißt die B-Vitamine. Hatten wir mit dem Evinacumab ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. Auch hier haben wir die Endung MAP, also ein monoklonaler Antikörper. In dem Fall gegen das Angiopoietin-like-3, eine Substanz aus der Leber, ein Protein, welches die Lipoproteinlipase und die endotheliale Lipase hemmt. Folge der Abbau von Triglyceriden in triglyceridreichen Lipoproteinen wird gehemmt. Wenn nun diese Substanz, dieses Protein aus der Leber gehemmt wird, das, was Evinacumab macht, wird die Aktivität der Lipasen, der Lipoproteinlipase und der endothelialen Lipase erhöht. Es kommt zu einem verstärkten Abbau der Triglyceride, und zwar der Triglyceride in VLDL, aber auch im HDL. Das heißt, es wird die Verarbeitung von VLDL und die Beseitigung von IDL beschleunigt. Und das Ganze, bevor LDL gebildet werden kann. LDL als Erinnerung entsteht aus den VLDL über die Zwischenstufe, die VLDL-Reste IDL. Das heißt, der VLDL-Umbau und die schnelle Entfernung von IDL durch hepatische Rezeptoren führt dazu, dass es weniger LDL-Vorstufen im Blut gibt. Folge: Es wird weniger LDL produziert. Grundlegender Unterschied: Wir haben hier eine Wirkung, die nicht von den LDL-Rezeptoren abhängt. Also völlig anders als das, was wir bisher besprochen haben, beispielsweise bei den Statinen. In der Fachinformation ist zu finden: Das Evinacumab wird eingesetzt, adjuvant zu Diät und anderen Therapien zur Senkung des LDL-Spiegels ab einem Alter von 5 Jahren und das Ganze bei der homozygoten familiären Hypercholesterinämie. Die Infusion, die Durchstechflasche, ist relativ teuer. Der aktuelle Preis, Apothekenverkaufspreis, liegt bei 8.590 Euro. Das Nutzenbewertungsverfahren läuft. Die Nebenwirkungen kennen wir von den anderen Antikörpern, die zur Senkung des LDL-Spiegels eingesetzt werden. Beispielsweise die Nasopharyngitis, grippeähnliche Erkrankungen. Es kann aber auch zu Übelkeit und zu Schmerzen in den Extremitäten kommen. Hier sehen wir zwei Abbildungen zum Wirkungsmechanismus des Evinacumabs. Starten wir mit der rechten Abbildung. Wir sehen die Lipoproteinlipase und wir sehen die endotheliale Lipase. Beide bauen ab. VLDL bzw. auch die Chylomikronen. Also das sind Teilchen, Lipoproteine, die einen hohen Gehalt an Triglyceriden enthalten. Und das ist ja das, was die Lipase macht. Sie baut die Fette, die Triglyceride ab. Das Evinacumab ist nun ein monoklonaler Antikörper. Wir sehen hier die Y-Form. Und dieser Antikörper hemmt das ANGPTL3. Eine andere Abbildung links. Wir sehen den normalen Vorgang. Es wird VLDL produziert. Dieses wird umgewandelt in IDL oder die VLDL-Reste. Daraus entsteht das LDL. Und dieses LDL kann dann in die Zellen, hier die Leberzelle beispielsweise, aufgenommen werden. Das LDL ist ja das böse Cholesterin als Erinnerung, das HDL ist das gute. Also das LDL bringt Cholesterin in die Peripherie zu den Zellen, das HDL transportiert das Cholesterin aus der Peripherie zurück. Nun die Wirkung unseres Evinacumabs. Es werden die Lipasen werden gefördert, also die normalerweise hier gehemmt sind durch das ANGPTL3. Und unser Evinacumab bewirkt das Gegenteil.
Das heißt, es kommt zu einem sehr schnellen Abbau durch die Lipasen, und zwar sowohl die Lipoprotein-Lipase als auch die endotheliale Lipase. Und das Ganze so schnell, dass die VLDL und die IDL, die VLDL-Reste, die Teilchen, so schnell abgebaut werden, dass kein LDL mehr entsteht. Also dadurch sinkt dann der LDL-Spiegel. Schauen wir uns nun die LDL-Apherese an. Letztlich die letzte Maßnahme, die bleibt, um hohe LDL-Werte zu senken. Apherese allgemein ist ein medizinisches Verfahren, welches extrakorporal, also außerhalb des Körpers, bestimmte Bestandteile aus dem Blut entfernt abtrennt. Das kann erfolgen durch Filtration, durch Fällung, also Präzipitation oder durch Adsorption. Die nicht eliminierten Blutanteile, das gereinigte Blut, wird in den Körperkreislauf zurückgeführt. Hier wird jetzt das LDL-Cholesterin entfernt, eine sogenannte therapeutische Apherese. Wir hatten häufiger schon die familiäre Hypercholesterol- oder Cholesterinämie besprochen. Diese ist erblich bedingt, sehr häufig ein Gendefekt des LDL-Rezeptors. Also ein Gendefekt des Rezeptors, der LDL in die Leberzelle hineintransportiert, in die Zellen allgemein hineintransportiert. Folge bei einem Defekt des LDL-Rezeptors, der Transport in die Zellen hinein von LDL funktioniert nicht mehr. Es kommt zu einem massiven Anstieg von LDL im Blut. Das insbesondere, wenn wir eine sogenannte homozygote Erkrankung haben. Das heißt, sowohl Mutter als auch Vater dem Kind ein verändertes Gen vererben. Das führt zu extrem hohen Cholesterinwerten, die sich mit Statinen und den PCSK9-Hämmern nicht senken lassen. Beide wirken ja über den LDL-Rezeptor und dieser ist hier defekt. Diese hohen Cholesterinwerte können meist nur durch eine regelmäßige Apherese gesenkt werden. Ein kurzer Ausflug zum Homocystein und zu Substanzen, die den Homocysteinspiegel senken sollen. Das sind B-Vitamine, Vitamin B6, B12 und Folsäure. Zum Homocystein. Das Ganze ist eine nicht proteinogene Aminosäure. Also eine Aminosäure, die nicht in Proteine eingebaut wird. Zu den negativen Wirkungen. Homocystein soll die Bildung von reaktiven Sauerstoffradikalen fördern. Folge: Das Ganze wirkt proinflammatorisch, schädigt die Gefäßwand, verändert das LDL oxidativ und zerstört Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid wird aus dem Endothel abgegeben und kann Gefäße erweitern. Außerdem werden gefördert die Adhäsion von Monozyten. Diese Monozyten können in Makrophagen umgewandelt werden, die dann das oxidierte LDL aufnehmen, sich überfressen und zu Schaumzellen werden. Außerdem fördert Homocystein die Adhäsion von Thrombozyten, also die Thrombozytenaggregation wird gefördert und damit die Möglichkeit, dass Gefäße zugehen können. Der Sollwert liegt bei unter 10 Mikromol pro Liter. Ab 15 Mikromol pro Liter spricht man von einer Homocysteinämie, also erhöhten Werten. Diese Werte sollen durch die Gabe von B-Vitaminen gesenkt werden. Die schon erwähnten Vitamine B6, B12 und die Folsäure. Der Nutzen ist jedoch mehr als fraglich. Ein Beispiel, wie das Ganze wirken soll: Vitamin B12 fördert den Abbau von Homocystein zu Methionin. Folge: Wir haben weniger Homocystein im Blut. Aber Achtung, Vitamin B6 in hohen Dosen über einen langen Zeitraum, also hier Monate bis Jahre, kann neurotoxisch wirken. Schauen wir uns nun drei Substanzen an, die bei uns eigentlich keine Rolle mehr spielen. Das ist das Propucol als Import verfügbar, dann das Dextrothyroxin und das Sitosterin. Starten wir mit dem Propucol. Das ist ein Antioxidans, das heißt, hier soll die Oxidation von LDL verhindert, verringert werden.
Die Substanz soll ähnlich wirken wie das Antioxidans Vitamin E. Es geht hier um die Oxidation von Fettbestandteilen. Also wir brauchen ein fettlösliches Antioxidans und das ist Vitamin E. Dann das Dextrothyroxin wirkt ähnlich wie das Levothyroxin. Es wird die LDL-Aufnahme aus dem Blut beschleunigt, gesteigert. Wir haben aber auch die typischen Nebenwirkungen, die wir bei dem Thyroxin haben. Thyroxin als Schilddrüsenhormon fördert die Tachykardie. Also die Wirkung der Beta-Rezeptoren wird verstärkt. Dann zum Sitosterin, ein pflanzliches Sterol, Cholesterin ähnlich. Dieses hemmt wirklich nur ganz, ganz mäßig, also schwach die Cholesterinresorption. Eingesetzt wird es heute nicht mehr bei erhöhten Cholesterinwerten, sondern nur noch bei Prostatabeschwerden, Prostataerkrankungen. Das war ein weiterer Teil. Es ging um die Senkung von LDL-Cholesterin durch das Evinacumab und durch die LDL-Apherese. Wir haben außerdem das Homocystein kurz besprochen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.